Hallo und schönen guten Tag an alle Lateininteressierten. Herzlich willkommen zu meinem 304. Latein-Video. Heute geht es in Fortsetzung des Konjunktivpräsens, was ich vor einiger Zeit gemacht habe, einmal um den Konjunktiv Imperfekt, und zwar nur um den Konjunktiv Imperfekt. Ich hätte ja schon erklärt, warum ich das jetzt einmal nach, ihr wisst schon, was ich meine, ja, nach Tempora geordnet zur Grammatik bringe. Die anderen Sachen, cum mit dem Konjunktiv, ut mit dem Konjunktiv, da müsst ihr einfach mal in meinen Playlists nachgucken unter Grammatik, das habe ich alles schon erledigt. Also, Konjunktiv Imperfekt kann auftreten im Lateinischen. Wir machen das mal ein bisschen dicker, damit wir auch alle von der Wichtigkeit dieser Überschrift überzeugt sind. Einmal als Wunsch, dann spricht man so wie beim Konjunktiv Präsens von einem Konjunktivus Optativus, von optare wünschen. Die Verneinung geschieht mit ne. Ganz wichtig. Und dann habe ich mal utinam ad esset. Ach, jetzt habe ich das Ausrufezeichen vergessen. Wenn er doch da wäre, wäre er doch nur da, wenn er da wäre. Vellem esset. Ich wollte, er wäre da. Und dann habe ich noch Welles ab Essem. Dir wäre es, du wäre es wohl lieber, grauenvoll, dass ich nicht da wäre. Du wolltest wohl lieber, dass ich nicht da wäre. Da bitte ich hier das, das mache ich jetzt einmal mündlich, ja. So. Also, du wolltest wohl lieber, ich wäre, dass ich nicht da wäre. So, machen wir mal Pinselstärke, so, im Blau. Du wolltest. Sehr schön sieht das aus, wohl lieber, dass ich nicht da wäre. Punkt B. Der Konjunktiv Imperfekt als irreale Aussage, Konjunktivus Irrealis, verneint mit Nun. Da mache ich mal hier drei. Ja, ihr seht die vier Möglichkeiten, die ich mit dem Imperfekt habe. Da werden drei von mit Nun verneint und nur eine mit Ne. Also als irreale Aussage, Nun manerem, ich würde nicht bleiben. Ja, ich würde nicht bleiben. Wenn du mich fragst, ich würde nicht bleiben. Gut. Aufgabe C, nee, wieder C, der Konjunktiv Imperfekt als unbestimmte Aussage. Oder unbestimmte Aussage. Konjunktivus Potentialis, verneint mit Nun. Nun crederes, du Mann hättest nicht glauben mögen. Man hätte nicht glauben mögen, du hättest nicht glauben mögen. Und der Konjunktiv Imperfekt, D als überlegende Frage, Konjunktivus Deliberativus, verneint mit Nun, Nun manerem, hätte ich denn nicht bleiben sollen? Ja, dann habe ich noch, da muss ich jetzt mal eben was hinschreiben, ich sage das ja immer wieder, Grammatik mache ich ja hier lehrbuchübergreifend. Deshalb ist es bei der Grammatik ganz, ganz wichtig, dass ihr stets die eigenen Beispiele, aus der Grammatik oder aus dem Lehrbuch, aus eurer Grammatik, aus eurem Lehrbuch, dass ihr die lest, dass ihr die durcharbeitet, dass ihr die lernt. Die eigenen Grammatikbeispiele aus dem Unterricht, die eigenen Grammatikbeispiele, die ihr vielleicht als Kopie bekommt und der Lehrer sagt oder die Lehrerin sagt, lernt das für die nächste Klassenarbeit, für den nächsten Test. Das ist viel wichtiger, als sich hier meine Sachen anzuhören. Die könnt ihr euch gerne anhören. Aber wichtig sind die Sachen, die ihr im Unterricht besprecht. So. Zu C habe ich noch. C war als unbestimmte Aussage, Konjunktivus Potentialis, eher selten, quis putaret, wer hätte es geglaubt, oder unpersönlich, videres, dikeres und so weiter, man hätte sehen können, man hätte sagen können und so weiter.
Ja, das ist schon alles, was ich so in meinen vielen alten und neuen Grammatiken zum Konjunktiv Imperfekt gefunden habe. Beim nächsten Mal geht es dann um den, was fehlt uns noch, Konjunktiv Perfekt und Konjunktiv Plusquamperfekt. Ich bedanke mich fürs Zuhören, bedanke mich fürs Zuschauen. Die Unterlagen findet ihr natürlich wie immer, wer das möchte, gerne. Die schriftlichen Unterlagen in PDF-Form zum kostenlosen Download auf meiner Homepage www.raphael-biere.de. Bis zum nächsten Video, sage ich Tschüss.